Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Bix schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Nach Abschnitt G. Wie geht das denn? Wie sieht's gesundheitstechnisch aus? Achso, neues Kapitel, okay. Gegenstände, nichts im Angebot. Okay. Ja, dann. Wollen wir mal. Ist wahrscheinlich auch nur eine einfache PNG-Datei, ne? Ich will nicht sagen, dass das gut aussieht. Aber es sieht schon besser aus wie auf der PS4. Muss ich gestehen. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten gehen. Das sagt sich so leicht. Ja, mein Gott, was soll passieren? Ah, okay, da kann einiges. Unter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Ja. Mag ja sein, Barrett, aber... Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Schlimm. Hä, warum war ich jetzt hier falsch? Wow, von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter, wie... Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Ja. Alter. Dass man da so ohne weiteres reingucken kann. Schade. Cloud? Ja.
Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. Stromversorgung sichern. Läuft das jetzt nur noch über Notstrom hier, oder was? Ja, es leuchtet rot. Ist eigentlich schlecht. So, damit werden wir in Abschnitt gehen. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. I. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Abschnitt G, mittlere Ebene. Nach G kommt H. Hi. Ja, das stimmt. Hä? Impulshieb. Barriere? Cloud, beende es bitte. Weiter geht's. Okay, hier geht's weiter. Ich will mal kurz gucken, ob hier jetzt noch irgendwas war. Hier kommen wir nicht drüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen. Ja, ja. Okay, okay. Nee, ist gut. G3. Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Das stimmt. Was war das denn? Ah. Ja, okay, Strommangel, alles klar. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Bah. Das ist echt eklig. Einfach in die Slums. Weil es unter der Platte ja oben niemanden juckt. Und Shinra schon gar nicht. Giftmüll? Was soll ich denn damit? Barrett, bitte, mach dich mal nicht so breit. Oh, der Pfeiler hingegen sieht aber besser aus. Ja, aber hier unten, ja. Es ist schon... Also es sieht besser aus wie auf der PS4, aber immer noch nicht auf dem Level, dass ich sagen würde, ja, gestochen ist 4K. Nativ. Das ist nicht mal Full HD, glaube ich. Was ich traurig finde. Wenn ich ehrlich sein soll. Materia. Alter. Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. So nah. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Hm. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Ich will die haben, ne? Abschnitt H, Wartungsgang. Okay, merken wir uns.
So, alles klar. Warte, habe ich nicht auch die Möglichkeit hochzugehen? Oder kommen wir von oben? Lasst uns noch mal den Weg überprüfen. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da hinten sind Viecher. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Das stimmt, das stimmt. Der Weg zu Abschnitt H. Der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Okay, okay, also... Ah, tatsächlich. Ich musste hoch. Moment, 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 Moment. Dann will ich noch mal eben ganz kurz runter. Entschuldigung. Ah. Nee, nee. Ja, es ist, warte. Tifa, ich danke dir, dass du mich daran erinnerst. Ja, ja. Moment. Hä? Was? Hä? Was? Hier gab's doch gerade noch einen Bereich. Bei dem. Genau. Ja. Wollte ich gerade sagen. Jetzt bitte nicht einstürzen. Mein Gott, Cloud. Wie wär's mit Springen? So, Schwertsturm. Oh, die kacken. Schock. Ah. Okay, Barrett. Schockschuss. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Lenchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Das Leben ist ein Labyrinth, heißt es, nicht wahr? Ich habe es ja auch schon oft vorgelesen. Okay, war es das jetzt hier, oder? Oi. Alter. Und das ist die Stadt da hinten außerhalb. Mit Gas. Oh! Dich hätte ich jetzt fast übersehen. Allheilmittel. Oh. Schön, dich zu lesen. Ach ja. Abschnitt G, obere Ebene.
Hier war die Lagebesprechung. Mehr gibt's ja nicht, alles klar. Logo? Barrett, könntest du bitte? Ah, sie kann Eisra. Fertigkeiten, Hakentritt, piss dich. Sehr gut. Warum liegen hier eigentlich so Pylone und Rohre und alles rum? Als ob hier unten jemand arbeitet. Also hier unten, ne? Unterhalb der Platte, wo die Makoreaktoren doch laufen. Als ob. Ich hoffe, die kriege ich. Stopp. Wo war denn da jetzt ein Gang? Ach so. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich hätte eigentlich ganz gern die Kiste. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Nein! Immer nur nach vorne. Nicht runtergucken. Ah, jetzt habe ich runtergeguckt. Nein, ich wollte die Kiste haben. Oder kriege ich die noch? Ach, so eine Scheiße. Gekriegt? Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute. Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Ameno Marako no Tsurugi oder irgendwie so. War hier nicht irgendwo? Ich erinnere mich genau. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Ist das etwa... Oh! Wie? Lenk mich nicht ab, Mann! Ich muss schließlich nach vorne gucken. Im Lüftungsschacht. Nebenstory. Materia. Ungebändigte Magie. Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Okay. Cloud, wärst du so freundlich? Danke. Okay, das sieht schon geil aus. Das Licht da. Ist schon. Doch, kann sich sehen lassen. Doch, definitiv. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Abschnitt H, Strahler 1. Hä, aber einen haben wir doch schon. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat.
Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Ja, muss ich ihm recht geben. Von dem, was wir bisher wissen. Hoch. Gegenstände. Nee, gut. Das H1 ist gut sichtbar. Da hat sie wohl recht. Die Frage ist nur, wie geht's von hier an weiter? Strahler 1. Was? Abschnitt G, Wartungsgang. Ich wollte gerade sagen, hier war doch die Materia. Oh, da müssen wir irgendwie hin. Strahler 1, also da müssen wir, in diesem Komplex müssen wir ohnehin. Bedien ihn mal. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Ach so. Okay. Ja dann. Ah. Panzer? Nee, Kräne. Aber warum? Okay. Ah. Durch da. Nee. Lass das bitte. Das stinkt. Ich war erst duschen. Oh, nice. Oh ja. Ja, warte, komm, hier. Oh oh. Impulsieb. Tiefer Bände ist doch bitte mal. War schon Stufe 16? Das ging schnell. So, I. Boah, ist das ekelig. Es ist echt fast schon zu gut, ne? Also fast schon... Ich will es nicht real nennen, weil... Oh, Alter, ist das hell. Da, der Schalter. Na dann, Lichter aus. Ja, ja, ich will nur eben kurz wissen, ob hier... Aha. Ist das besagte Truhe, wo wir vorhin lang gegangen sind? Phönixfeder, weiß ich nicht. Ja, Lichter aus, klar, ja, kriegen wir hin. Notstrom. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Mhm. Das wäre
wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Ja, dafür ist jetzt wieder Strom. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Auch wieder wahr. Unterpunkt der Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Hä, wo denn? Oh nö. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Ja. Schockschuss bitte. Jo! Freudentanz. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Okay. Heißt, wo geht's als nächstes lang? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Hier nicht. Von da sind wir gekommen. Müssen wir wieder runter? Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Ach so. Ah. Toll, muss unser Glückstag sein. Ja, ja, warte. Wenn wir die Möglichkeit haben. Cool. Wie das nicht auf der Karte angezeigt wird, hä? Heiltrank. Ja, erstmal hier, ne? Aha. Turboether, meine Freunde. Wie viel MP heilt das? Vollständig. Ja, doch. Kann sich sehen lassen. Cloud? Wir müssen vorausschauen, denken. Überlegen, wo wir ankommen. Ja. Das rastet Gott zum Glück ein. Also, dass man nicht wirklich millimetergenau sein muss. Wo ist der nächste Strahler? Ja. Ja, ja. Theoretisch sind sie das. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Wir hauen alles kurz und klein. Ja, genau. Ja, Blabert, fang an. Dann wollen wir mal. Fertigkeiten. Hippocamp. Was? Dann übernimm. Das alles? Roger, ich übernehme. Barrett, warum denn? Verstehe ich nicht. Fertigkeiten, Schockschuss. Auf das Ding da oben, bitte. Danke. Cloud. Ah ne, Tifa kann auch. Ja, natürlich, gerne. Ja. Sehr gut. Mein Gott. Schwertsturm. Schock. Sehr gut. Impulshieb. Ah ne, das ist schon Ding. Okay. Okay. Düb, 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 düb.
Immer schön brav nach Kisten umschauen. Oder Materia. Die können hier überall sein. Vor allem bei den ganzen Lichtquellen. Ja. Sind die auch leicht zu übersehen. Na, Sackgasse, okay. Hier auch? Oh Menno, schade. Okay, Strahler Nummer 2. Von insgesamt 4? Dann, nee, dann ist das glaube ich schon der 3., ne? Ah. Und Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Ding, hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Moment. Strahler 3, okay, da müssen wir sowieso hin. Das hier ist... Moment, das hier ist... Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Moment. Laut Map ist das hier ganz in der Nähe. Aber ach, die ist eine Ebene. Ah, okay. Die ist eine Ebene unter uns. Alles klar, wir müssen runter. Habe ich nicht gesehen. Aber warum zeigt es die Karte dann an? Also, weil es gibt doch verschiedene Ebenen auf der Karte. Wieso? Verstehe ich nicht. Ich meine, gut, ne? Oh, da ist er. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Und das ist nicht die, die wir ursprünglich erreichen wollten. Okay. Ja dann. Teleportieren können sie sich anscheinend auch. 3 Megros, Metros Bewegus. Ja. Proto-MG. Ja, dann. Wie, das war's schon mit denen? Schwach. Schwach. So, Barrett, du darfst. Fertigkeiten, Schockschuss auf das Ding. Und Cloud, du darfst auch. Mich auch nicht. Zum Feiern ist später Zeit. Ach komm schon, jetzt freu dich doch mal. Okay. Zeit zum Umschauen. Wir müssen... Ja, okay. Die Stromversorger. Wir haben nochmal die Möglichkeit, hier hochzugehen. Also am Ende des Tages ist anscheinend alles miteinander verbunden. Mal, da unten ist die Materia. Aber wo ist denn die, die wir gesehen haben? Wo der Boden dann eingestürzt ist.
Um Gottes Willen. Moment. Können wir da rechts jetzt weiter? Ich meine, da waren wir schon, ne? Oder? Ja. Ja, okay. Ja, vielleicht hätte ja sein können, dass sich jetzt hier ein neuer Weg aufgetan, aber nee. Nee, nee. Gut. Dann merken wir uns. Hallo? Cloud? Wärst du so gütig? Ja. Mein Gott, manchmal ist die Steuerung schwierig. Sehr gut. Was genau bringt mir das jetzt? Da hinten sind Viecher. Okay. Ich heil mich mal mit... Oder? Heile ich mich mit Cloud? Nee. 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 Ich heil Barrett mal. Ach du Scheiße. Schwertsturm bitte. Okay, tiefer. Hakentritt bitte. Hau rein. Das hätte ich auch allein geschafft. Ja, klar. Okay, hier waren wir auch schon. Was genau bringt mir das jetzt? So nah und doch so fern, ja. Dann die Sache im Lüftungsschacht. Mittlere Ebene, untere Ebene. Ja, warte, wir sind in der oberen. Ach, und die ist in der unteren. Ich brauche hier mich gar nicht. Ich brauche mich hier gar nicht im Lüftungsschacht, genau. Ich brauche mich hier gar nicht weiter umschauen. Das ist eine ganz andere Ebene. Okay. Aber das Ding ist, dadurch, dass das jetzt in der unteren Ebene ist. Okay, da kommen wir also nochmal hin. Strahler Nummer 3. Wo ist denn Strahler Nummer 3? Der ist ganz oben. Okay. Aber sag mal, wo... Lüftungsschacht. Aber wie kommen wir denn hier hin? Das ist ja ein in sich kehrender Komplex. Mittlere Ebene. Müssen wir... Okay. Strahler Nummer 2. Stromversorger. Vielleicht können wir ja den Aufzug schon nutzen. Wir gucken mal. Weil hier waren wir ja definitiv schon. Hä? Hier waren wir doch gerade erst. Okay, wir sind im Kreis gelatscht. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Och nö. Ist das jetzt eine Sackgasse?
Wir müssten den irgendwie hier hinholen. Oh nein. Oh, das passt mir jetzt aber nicht. Oder übersehe ich jetzt hier den Terminal und der ist hier irgendwo, aber... Abschnitt H, Strahler 2. Ich verstehe halt nicht, warum Cloud nicht mal eben darüber springen kann, ne, und sich das Ding holen kann, aber... Naja. Aber wir kamen doch hier gerade weiter, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Wir mussten doch danach nicht wieder hier hochklettern. Erzähl mir doch keinen. Okay, wie gehen wir voran? Wir müssen erstmal wieder zurück. Es geht ja Gott sei Dank relativ schnell. So, Abschnitt 1, Strahler 1. Was bringt uns das jetzt? Wir sind auf der oberen Ebene. Und müssen? Also richtig blicke ich die Karte nicht. Es tut mir echt leid. Wir können jetzt von hier aus wieder runter. Und ich denke, was anderes bleibt uns auch gar nicht übrig. Was ist denn mit dem hier jetzt? Nanu, wieder zurück? Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne. Ach so, wir waren hier richtig. Ach so. I see. Okay. Okay, ja, diese Klarheit brauchte ich aber. Ach, bescheuert. Dieses Gebiet finde ich sehr verwirrend. Okay, aber immerhin sagen sie Bescheid. Tiefer? Ich bin hier nicht. Ich muss schon gehen. Stromversorger. Cloud, nimm die beide in die Hand. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Ja. Warte, wir haben die Möglichkeit. Wartet. Geht der? Oh, Moment. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Ich muss dahin. Egal wie. Ganz egal wie. Alter. Wie komme ich denn jetzt dahin? So nah und doch so fern. Oha! Wo kommst du denn her? Mori-Medaille. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. Okay, das hier scheint optional zu sein. MP-Heilung durch Markonit. Aber hallo! Zwei Königinnen! Jetzt geht's los.
Oh oh. Okay. Kein Erbarmen. Okay, wir brauchen Heilung. Und zwar für Cloud. Oh nein. Fertigkeiten, Schockschuss, bitte. Oh, ist rein da. Sehr gut. Fertigkeiten, Hakentritt, rein da. Cloud? Ach so, nee, das war tiefer mit ihrem Hakentritt. Dann sage ich Chakra. Oh, viel ist das nicht, ne? Gut, gut, gut. Drauf da. Och, Cloud. Nee, so wird das wirklich nichts. Magie. Feuerer. Boi. Alter! Fertigkeiten. Schwertsturm. Sehr gut. Schock. Impulshieb. Nee, Schwertsturm. Und jetzt beenden wir es. Mutangriff. Kommt nicht wieder vor. Jetzt nicht schlecht. Okay, Autovita hat uns gerade ganz schön den Arsch gerettet. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Boah. Okay. Ich hätte gern diese Materie. Alles Gute kommt von oben. Vertikal. Achso, mit dem rechten Stick. Warum mit dem rechten Stick? Hä? Oh, ja, Nummer 1. Hoffe ich. Ja! Ja! MP-Boost! Cool! Und jetzt schaffen wir eine Abkürzung. Nehme ich mal an. Sehr gut. Okay. Boah, ist das ekelhaft hier. Boah. Okay, das hätten wir. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Abkürzung. Und... Oh! Und nehmen den gleich mit. Wie geil. Nummer 2 von 3. Elementaraffinität. So nah und doch so fern. Nebenstory abgeschlossen. Jetzt bleibt nur noch der in den Lüftungsschächten. Sehr gut. Sehr gut. Geil. Oh, ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr ich daran verzweifle, diese Materia zu bekommen. Und ich meine, in meinem ersten Playthrough hätte ich auch beinahe aufgegeben. Und dann hatte ich es aber doch noch irgendwie hinbekommen. Voll gut. Wir müssen jetzt hier runter. Also runter, in Anführungszeichen. Okay, gucken wir erstmal hier. Haben wir hier auch noch irgendwie was? An Materia. Konnte man hier nicht irgendwie die Gerüste einstürzen lassen? War da nicht was? Ich meine, das ist ja jetzt hier völlig umsonst. Das bringt uns ja jetzt gar nichts.
Cloud? Cloud? Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Ah, okay, ich habe die Möglichkeit, den komplett frei zu bewegen. Okay, dann auf jeden Fall nach ganz unten. Ah. Okay. Da oben sind Kisten. Kann nicht einer von euch das Terminal steuern und Cloud geht mal eben da hoch, den Bums einsammeln? Heiltrank, sehr gut. Magie. Ah, wir haben keine MP mehr. Das ist natürlich schlecht. Und nochmal. Ja, so ohne MP, muss ich gestehen. Ist das kacke. Oh, Cloud. Hier, komm, Mutangriff. Yippie, wir haben's geschafft! Kommt jetzt ein Freudentanz. Okay, okay. Ich will da hoch. Ist mir egal. Ich will da hoch. Vielleicht, wenn wir den Strahler ausmachen. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht kommt ja dann jemand auf die Idee, ey, Cloud, geh auf die Plattform und make your thing und ich steuere die und alles ist toll und Kiste. Magischer Armreif? Magischer Armreif? Materia-Slot hinzugefügt. Woher? Woher? Ja, warte, dann gib. Ich ihm jetzt auf jeden Fall einen MP-Boost, weil der hat mir zu wenig MP, der Mann. Was wollte ich noch nachgucken? Cloud. Nein. Magischer Armreif. Ein Armreif mit einem schlichten Muster, der vor Magie schützt. Hat aber zwei Materia-Slots. Statt nur einen. Puh, ja, weiß ich nicht. Nee. Gerade im Moment. Also zumindest nicht für Cloud. Bei Tifa ist das schon wieder was anderes. Dann übernimmt die jetzt die Elementaraffinität. In Waffe zusätzlicher Elementarschaden von 8%. In Rüstung halbiert Elementarschaden. Ja, ja, ja. Verhindert Elementarschaden? Absorbiert Elementarschaden. Okay, das müssen wir leveln. Auf jeden Fall. Das ist ja super. Kommen wir ja gar nicht drum rum. Strahler Nummer 3. So, alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Ja. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Alles klar, H1 muss ich mir merken. Keine Ahnung, ob ich es auch... Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Ja. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Okay. Jetzt nochmal ihn hier. Ich hab... eine Vermutung...
Ah, okay. Ich kann nur die Höhe und vertikal bestimmen. Ich kann nicht die Tiefe bestimmen. Ach so, ich muss die Kisten ein... Ach so. Lol. Okay. Ja. Okay. Das ist... so geht's natürlich auch. Ich dachte so richtig professionell. So einer steuert hier, der andere geht in den Lift und macht dann da sein Ding und... Aber nö. Man muss einfach die Kisten unterschubsen. Mama, die hat mich geschubst. Krass. Und hier ist natürlich richtig Stuff drin, ne? Das ist klar. Super Trank. Nice. Geil. Ja, so geht's auch. Finde ich gut. Sehr gut. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Obere Ebene. Aber ich bleib dabei. In den Lüftungsschacht kommen wir so ja gar nicht. Es sei denn... Okay. Haben wir den schon betätigt? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Ja, sei doch froh. Abschnitt H. Sehr gut. Okay, jetzt noch H1. Wir sind zurück am Hauptlift. Ja. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Ja, Moment. Barrett, alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Ganz ruhig. Das ist der einzige Bereich, in dem wir noch nicht waren. Hätte ich hier schon vorher hingekommt? Wo geht das hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Bitte, Barrett, mach das nicht. Bitte nicht. Ist echt lustig, aber bitte nicht. Das... Nee. Wir müssten so in die Lüftungsschächte kommen, ne? Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Musik? Oh. Kaufen. Gegenstände. Electric the Chocobo. 50 Gül, ne? Nice. Haben wir neue Materia? Nö. Wie viel Materia uns jetzt schon zur Verfügung steht, ne? Krass. TP und MP vollständig geheilt. So. Was ist das denn? Ah! Hallo? Ventilationssystem. Cloud? Aha. Er hat angehalten? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Was? Welche Zeit? Oh! Wir haben ein Zeitlimit. Das ist, ja. Okay. Okay, okay, okay. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann wollen wir mal, ne? Impulsieb. Aua. Er hat meine Aktion unterbrochen.
Und vergiftet sind wir auch. Das läuft ja super. Das läuft ja super. Alpha Laser, ja, nee, da kommt Tifa leider nicht dran. Ey, wir haben nur noch 30 Sekunden, ne? Ja, Magie, bitte einmal. Feuerer. Cloud. Okay, dass das Viech meine Aktion unterbricht, das stinkt. Das stinkt mies hart zum Himmel. Cloud ist gleich tot. Das läuft super. Das ist toll. Die Fertigkeit Schockschuss gelernt. Ja, Cloud ist gleich tot. Mal gucken. Vitra bitte einmal für Cloud. Sehr gut. Ah, war das gerade Auto, Vita? 2 Sekunden. Ah. Okay. Nochmal bitte Feuerer. Ich kann mich ja gleich heilen. Das war abzusehen. Nein, das war furchtbar laut. Ich weiß nicht, was du jetzt hier für Reden schwingst, aber das war definitiv eine Katastrophe. Okay, der Timer ist abgelaufen. Hätte ich einfach nur ihn hier drücken müssen. Ventilationssystem derzeit in Betrieb. Entsperrung nicht möglich. Okay, dann probieren wir es halt nochmal, in der Hoffnung, dass hier jetzt keine Viecher mehr dazukommen. Sind wir ein bisschen underleveled? Scheint so. So, hier nochmal bitte Cloud. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Mhm. Cloud, es wäre schön, wenn du einen Zahn zulegst. Danke. Nein, ist nicht euer Ernst. Nein. Ist da wieder so eine hässliche Königin mit dabei? Nee, anscheinend nicht. Hatte ich einfach nur Pech? Scheint so. Cloud, bitte. Haben die gerade Barriere eingesetzt? Oh, anstrengend. Komm, beende es. Cloud, hau rein. Danke. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Aha. Also dann. Hallo? Ja. Okay. Wir hatten einfach nur Pech mit der Königin. Die... Obwohl, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, dass das so eine krasse Gegnerin war. So. Tschüss. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. Chocobo und Mogri. Ja. Ja. Wer kann die denn, Ich kann die Barrett geben. Chocobo und Mogri. Ermöglicht die Beschwörung von Chocobo und Mogri. Die physischen Attacken dieses eingespielten Teams verursachen entweder Windelementaren, Stampede oder elementneutralen Schaden. Mogri-Bombe. Ja, cool. Dann beschwören wir beim nächsten Mal die. Muss ich mir nur merken. Man kann ja leider nicht immer beschwören. So. Sehr gut. Und die ist einfach optional. Und wahrscheinlich somit auch verpassbar, ne?
Oder? Also nehme ich mal an. Okay. Ich ruhe mich nochmal aus. TP und MP und so. Ach, deswegen hier auch der Track Electric the Chocobo. Alles klar. So, meine Freunde. Dann kann es jetzt zum Hauptlift gehen. Super. Kisten. Ah, MP-Heilung durch Makonit. Ja, das war jetzt aber eigentlich nicht nötig, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, das ist der Lift. Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Hm. Jetzt geht's um die Wurst. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf nimmer Wiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth. Ja. Muss ich ihm recht geben. Katastrophe hier. Zum Hauptlift. Muss ich den irgendwie aktivieren? Ja, Steuerungskonsole hier. Also, naja. Jetzt kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell, schneller, komm zu mir. Barrett, ich bleib bei Clouds Meinung. Wenn du das hörst, geh zum Arzt. Weil ich höre nichts. Vielleicht liegt es auch darin, dass ich Cloud steuere und wir es nicht hören können sollen, weil, naja, er ist Ex-Soldat, er wird es gewohnt sein. Aber... ja. Er halluziniert wahrscheinlich. Ungeil! Gut. Magic. Feuerer. Oh Gott, hier ist ja alles dabei. Ja, dann lieber... ja. Ja, hier kommt Barrett. Feuerstoß. Sehr gut. Oh, Proto-MG. Aua. Okay, Fertigkeiten. Schockschuss. Auf das Ding. Das macht ja kaum Schaden. Sag mal, okay. Was ist jetzt los? Hakentritt. Tifa, kannst du mir mal erzählen, was du als Nahkämpferin hier hinten machst? Das ist ja... so, Fertigkeiten. Hakentritt. Oh, Cloud hat kein ATB frei. Und wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Barriere bitte einmal auf Cloud. Tiefer. Kann Eisrad zaubern. Aua! Okay, okay, wir brauchen Heilung. Ganz schnell für Tifa. Aua, aua, aua. Aua! Cloud braucht Heilung.
Magie, Vitra für Cloud. Ja, ich auch. Aua. Cloud, bitte. Ne, wir wechseln. Genau, Feuerstoß. Die müssen weg. Aua. Raketenwerfer. Ja, lieber auf den, dann ist der vielleicht schneller. Schockschuss macht irgendwie nicht so viel Schaden wie der andere Bums. Aua. Barrett, du brauchst Heilung. Ja, weiß ich nicht. Oh rein! Was hält das Ding denn aus? Das ist doch nicht normal. Schockschuss. Trifft er den von hier? Tiefer, was genau passiert mit dir? Oh, sehr gut. Aua. Limit. Salto. Hau rein, Frau. Krass. Die Frau hat's drauf. Oh, das war umsonst. Magie. Aisra. Bitte einmal. Ja. Dann. Cloud. Feuerer. Warum tut er nicht das, was ich will? Ich habe ihm doch gerade Feuerer aufgetragen. Ja. Oh, Barrett kann nicht rennen. Der ist ein bisschen, oh, sehr gut. Okay. Sind wir am Treffpunkt, den wir mit Mix ausgemacht haben. Nein! Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Okay. Wer anders kann keinen Vita mehr, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich etwas schwach auf der Brust bin. Ich dachte, Leveling wären wir eigentlich ganz gut dabei. Das scheint ein Irrtum zu sein. Das scheint ein ganz klares Irrtum zu sein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Eieieiei, okay. Eine volle Heilung wäre jetzt nett. Okay. Barrett. Wie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Guter Rat. Oh, da kann ich meine MP hoffentlich auffüllen. Ne, ist ein Heiltrank drin. Okay. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. Aber so langsam wird's ernst. Ich bin nervöser als erwartet. Nervosität werde ich auch nie los. Ja gut, ich denke, das ist normal. So ein Makoreaktor in die Luft sprengen macht man jetzt nicht alle Tage. Schon gar nicht bei der begrenzten Anzahl, ne? Es ist so still. Meiner Meinung nach ein bisschen zu still. Okay. Oh.
Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste auf dich, es verlass! Wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, John. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Seilwinden. War das nicht erst später?